Heike, Hey. ich freue mich schon richtig, meinen Führerschein zu machen. Oh ja, das wird mega cool. Dann sind wir nicht mehr auf unsere Eltern angewiesen. Ja, fast. Ich mache ihn mit 17 und dann muss dein Elternteil mit Führerschein mitfahren und das dauert ja dann noch ein Jahr. Stimmt, habe ich vergessen. Aber das Jahr geht bestimmt schnell rum. Ja, hoffentlich. Bezahlst du den Führerschein eigentlich selber? Nö, meine Eltern bezahlen den und ein Auto will ich auch noch haben. Oha, ich muss mir das alles selber finanzieren. Wie willst du das denn anstellen? Ich weiß auch nicht genau, aber ich möchte es in einem Jahr versuchen, alles zu sparen. Spar doch einfach dein Taschengeld. Das reicht nicht. Ich bekomme nur 50 Euro im Monat. Ich muss 15 Euro für meinen Handyvertrag bezahlen, brauche noch mal Klamotten, das kostet bestimmt auch 30 Euro. Und ich will ja auch was unternehmen und da geht bestimmt auch noch mal 10 Euro drauf. Und da bleibt mir 5 Euro übrig und das sind 60 Euro im Jahr und das ist viel zu wenig. Wie viel kostet eigentlich ein Führerschein? 1200 Euro, voll viel. Kannst du nicht deine Oma oder so fragen? Die gibt dir bestimmt was dazu, so als Geburtstagsgeschenk. Stimmt, habe ich vergessen, sie will mir 200 Euro dazu geben. Das ist ja schon mal was. Ich habe da noch eine Idee. Schieß los. Mein Vater ist ja Geschäftsführer in einem Getränkemarkt. Ich könnte ihn fragen, ob er nicht einen Nebenjob für dich hat. Du bist ja schon 16. Ich, das würde gehen. Wie oft würde ich arbeiten und was würde ich machen? Also du würdest zweimal die Woche arbeiten und würdest Kisten einrollen. Und was würde ich verdienen? Ich schätze mal so 350 Euro im Monat. Wow, das sind 4200 Euro im Jahr. Da habe ich sogar noch was übrig. Vergiss nicht die 200 Euro von deiner Oma. Stimmt, das sind 4400 Euro. Das ist eine Menge Geld. Ich hätte sogar noch 3200 Euro übrig. Ja, das ist super. Ich hoffe, das klappt. Du bist eine echte Freundin, Kim. Das klappt bestimmt. Mein Vater sucht sowieso gerade einen Das Aushilfen. passt dir. Da kommt der Bus. Ich muss gehen. Oh, danke nochmal. Bist die Beste. Kein Ding. Ich rufe dich heute Abend an und sag dir dann Bescheid. Super, ciao.